Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Sacred 2. Wir sind hier, ja, mit den Skeletten, den drei Muskeltiere, nein, Skelette, unterwegs. Es wird wahrscheinlich bei drei bleiben, eben, wir müssen ja die Skelette auch noch stärken. Drei gute Skelette sind wahrscheinlich besser als vier oder fünf schlechte Skelette. Ja, die Stufe wird halt auch nicht so erhöht. Deshalb, ja, wir müssen halt einfach hier noch Elite-Rüstung nehmen. Der Anführer, einfach ein Skelett mehr. Ich dachte eigentlich, am Anfang sind es drei und dann gibt es vier, aber das wurde wahrscheinlich wieder zurückgesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Hauptspiel ein Skelett war und dann zwei, weil es wurde ja angekündigt, dass es erhöht wird oder erhöht wurde. Und so hört es. Der Kopf der Bande können wir schon abschließen. Super. Ja, heute ja, gehen wir, denke ich mal, weiter, wenn wir es schaffen mit den Quests hier. Also ich will jetzt nur diese Quests machen, die wir jetzt hier angenommen haben. Außer den Koboldfürst, den machen wir später. Der ist ein bisschen zu schwer in diesem Mod. Ja. Ja, Dank. Ja, das Dorf ist natürlich wieder sicher. Gut, Das war ein Amulett bekommen leicht. wir. Ja, ein weißes. Es ist nicht so, dass. Es ist Schaden über Zeit, das brauchen wir eigentlich gar noch nicht so wichtig. Also, es macht einfach den Schaden über Zeit, den wir erleiden, ein bisschen runter. Bei allen Elementen, ja. Sichtweite und so könnten wir ja auch erst später gebrauchen. Rüstung ist einfach viel wichtiger. Da ist irgendwie der Fürst. Haben wir den Fürst jetzt schon? Es geht. Ja. Einfach mal angeskillt. Ja gut, also wir sind jetzt einfach ein bisschen Ich selbst bin zufrieden, ungeordnet im und wer Inventar. mich fragt, Wir was können ein jetzt Glück einfach mal ein hat. paar Sachen verkaufen. Kenne das Wort. Seid gegrüßt. So. Also, eine Ankündigung gibt's. Ich tue ja Das klingt Livestream jetzt jeden Tag glücklich. recht viel. Welch glückliche Da gibt's halt nicht Fügung. immer so viel Oh, ich sehe Zeit das. Meine Freude für, ist ja, unendlich. Ich Let's vermute doch Plays. mit Weil die Recht, jetzt auch dass noch in nicht diesen so gut Tagen viel ankommen, Gerede ist muss ich da halt und einfach ein bisschen Gehöres reduzieren. erfordert. Aber Es ich scheint, tue dass während den große Livestreams Koalitionen sozusagen gebildet Let's werden. Playen. Also, Ach, solange sie ich noch werde nicht die auch in die angekündigt sind. Playlist reintun von Sekiro 2. Die findet ihr unten, der Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr das sozusagen einfach abspulen lassen und als Let's Play ansehen. Ich werde natürlich so livestreamen, dass es wie ein Let's Play ist. Also die Qualität wird vielleicht ein bisschen weniger gut sein. Aber dafür einfach sind die Videos länger und ihr könnt natürlich da auch gut das einfach nachschauen. Also na, ja, überspulen. So das schauen, was ihr wollt. Also ich mache mal den Fürst des Minotauren hier rein. Wir haben ja jetzt Konzentration. Deshalb einen zweiten Buff-Slot. Da wir noch einen haben, der uns ein bisschen beschützt. Ich weiß nicht, ob er stunnen kann oder kennt den Fürst der Minotauren noch nicht. Ja, die Abklimmzeit ist ein bisschen hoch beim Turm. Machen wir einfach mal nichts. Ah ja, wir müssen auf die andere Seite. Weil die Quest, die müssen wir danach machen. Wir gehen jetzt mal hier oben durch das Lager. Genau. Also es levelt sich sehr gut so. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell hochkomme. Wir müssen auf jeden Fall den Schaden uns erhöhen. Ja, sollten wir auch erhöhen. Konzentration möchte ich so lassen. Haben wir das eigentlich einmal noch gelevelt, also genommen und haben wir da noch einen Punkt reingesetzt? Ich wollte eigentlich das auf Level 1 lassen. Ich habe irgendwie, glaube ich, gemissklickt im letzten Part. Wir beschützen kurz das Lager hier. Also Konstitution möchte ich schon auch ein bisschen Charakterlevel lassen. Also ja, wir bekommen dann mehr Fähigkeitenpunkte. Dann geht es auch besser. Hey, hallo, greift wieder an. Im Lager greifen die nie an, die Gegner. Die
mit dem begleitet. Irgendwie ist etwas buggy mit der KI. Ja, da merkt man, das Spiel ist halt einfach nicht genug ausgearbeitet, weil der Entwickler ja, Probleme hat mit dem Publisher, ja, Ungereimheiten gehabt hat und hat einfach auch Geldschwierigkeiten durch die hohen Entwicklungskosten. Aber das Spiel alleine ist sehr beliebt gewesen, also viele haben es eigentlich gekauft. Waren sogar überrascht, wie gut es sich verkauft. Nur eben, wenn halt die Entwicklerkosten und alles, die Zeitverzögerung da dagegen ist, dann ist es natürlich schwierig, da einfach die Finanzen alles in Ordnung zu behalten. Kostet einfach zu viel. Zu lange kostet zu viel. Lieber kurze Entwicklerzeiten. Ich würde ein Spiel niemals so umfangreich machen und ja, anforderlich oder so, dass man einfach zu lange entwickelt. Ich möchte ein Spiel haben, das eigentlich so gut wie möglich unterhalten kann in diesen Stunden, wo man es spielen kann, durchspielen kann. Wenn es natürlich noch länger Spaß macht, ist es natürlich super. Irgendwie ist der Minotaure völlig passiv, macht nichts. Der macht gar nichts. Ja. Der macht gar nichts. Was ist denn los? Ich wusste gar nicht, dass das verbuggt ist. Ich dachte, die wären schon recht aggressiv. Irgendwie etwas ist verbuggt. Meine Stimme ist auch ein bisschen verbuggt. Zu trocken. Aber solche Altbau... Hey, wieso muss man immer in Altbauhäuser ziehen? Ich weiß nicht, was los ist. Mit den Leuten. Einfach weil es günstig ist. Aber ich habe da einfach nicht keine Mitentscheidungsrechte gehabt. Naja, wir gehen noch kurz zu einem Schatz hier unten. Einer Holztruhe. Das ist kein Baumstamm. Hier. Es gibt, glaube ich, auch Baumstämme in diesem Game. Bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Weil eben im Spiel ist halt nicht immer so viel hintereinander. Immer so, wenn ich mal Zeit habe, spiele ich's. Ich habe einen anderen Charakter noch angefangen. Einen Inquisitor, der auf Wurfwaffen spezialisiert ist. Aber mir gefallen die Wurfwaffen nicht so. Sie fliegen zu langsam und halt in einen Bogen und treffen danach nicht so gut. Ich weiß nicht, was ich spielen soll, wenn ich mal einfach ein bisschen Zeit habe, kurz. Irgendwie etwas. Muss mich noch entscheiden. Also hier geht's ja wieder gut. Einfach in diesem Lager dort greifen die Begleiter nicht an. Der Turm irgendwie, ja doch, der hat einfach ein bisschen in ein irgendwas reingeschossen. Ich glaube ein Baumstamm. Die Quest haben wir ja schon gelöst. Ja. Also, dann gehen wir die ab und dann folgen wir auf dem Weg durch Zweibach. Gleich habe ich das Ziel erreicht. Gut. So. Dann gib mal Geld her. Wir müssen ja auch ein bisschen Rollen spielen als Böse. Bin einfach immer zu nett. Unglaublich, ihr habt es tatsächlich geschafft. Danke, danke vielmals. Ja, das ist der Schild meines Vaters. Und da das Wappen. Das ist unsere Familie. Hier, nehmt den Ring. Ihr habt ihn verdient und nochmals danke. Das ist doch das Herr der Ringe. Ah. Elrion. Miss
Mission abgeschlossen. Nein. Das ist ein anderer Charakter-Setting, oder? Nein, das ist doch der. Nein. Ich habe Herr der Ringe irgendwie so. Wann habe ich das letzte Mal Herr der Ringe geschaut? Ja, schon von vor 10 Jahren ungefähr. Muss dann unbedingt wieder schauen, ist halt einfach lang. 3 Filme, sogar 5 Filme. Der Hobbit muss ich natürlich auch noch schauen und ja. Dabei gibt es im zweiten noch den Drachen. Smaug. Da kenne ich noch. Bin so ein Fan von Drachen. Aber irgendwie gönne ich denen zu wenig. Ich muss sie mehr schauen. Oder auch mehr spielen. Und nicht bekloppen wie hier in Sacred. Ich will sie nett haben. Ich habe erst kürzlich, oh, wie heißt der Film? Aragorn geschaut. Und ja, die Animationen und so sind natürlich nicht hochwertig. Aber der Film ist doch recht gut gemacht. Und einfach diese Verantwortung zeigen als Drachenritter oder Krieger. Ja. Aber einfach weil es ein Drachenfilm ist, ist er toll. Auch wenn er eben auch ein bisschen kindlich ist und ein bisschen märchenhaft. Ja, toll. Was sollen wir machen? Niemand greift hier im Lager an. Ich würde schon das gerne das Spiel wirklich durchspielen, aber wenn es buggt, dann haben wir es einfach viel schwieriger und müssen halt da irgendwie auch durchschaffen. Ja, ich muss unbedingt diese Geisterhand mitleveln oder so. Und einfach auf gutem Abklingzeit haben und dann immer wieder Spam, damit wir auch selber töten können, sonst haben wir ein Riesenproblem. Vielleicht doch Geister, ja, da machen wir einfach gute Waffen auch, das würde dann wieder die Skelette schwächen. Ne, lieber nicht, also ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt optimal ist, aber ich denke einfach so ist es optimal. Wenn wir für Geisterhand noch ein bisschen ja, mitkämpfen, wenn die Gegner, die Begleiter einfach nicht angreifen. Das ist unglaublich. So etwas sollte eigentlich direkt rausgepatcht werden. Wahrscheinlich ist es hardcoded für die Modder. Irgendwie so etwas. Das ist einfach ein Bug von diesem Intentioned Edition. Da kam leider wieder längere Zeit nicht mehr ein Patch. Also die haben, glaube ich, dieses Jahr nur ein oder zwei Patches rausgebracht. Oder Mini-Patches, also hinter Kommastellen. Patches. Und deshalb, ja, habe ich nicht mehr so, ja. Die müssen einfach weitermachen, sonst mache ich weiter. Ich muss nur das Entwickler-Tool haben. Nee, es ist zu schwer, ich kann es halt nicht. Ich werde es niemals schaffen, da irgendwie etwas mit den mit der KI machen zu können. So, Cobalt Fürst, die Quest nehmen wir dann an, wenn wir durch das Portal sind hier oben, also durch das Tor sind. Ja, wir fallen Helden. Hä? Also ich weiß nicht, ob jetzt ich den Fürst der Minotauren lassen soll. Ich muss ihn jetzt nochmals ein bisschen beobachten, ob er überhaupt irgendwas macht. Es hat einfach viel zu langsam, er kann nie angreifen. Die Skelette sind zu stark. Ich meine, mit anderen Charakterklassen greift man ein paar Mal einen Gegner an, die sind nicht so schnell tot. Und die Skelette hauen einfach die runter. Das ist schon gut, also. Sie sind natürlich jetzt einfach hochlevelig. Oder? Nicht mehr? Doch ein bisschen hochlevelig, also 4 Level höher als die Gegner. Durch den Überlebungsboni ist es natürlich auch nochmals, dass die Gegner ein bisschen höher sind als ich. Das ist schon gut, die Skelette noch ein bisschen höher zu lassen. Hier machen wir noch nicht das mit dem Verzauber, also Runen umtauschen. Einkaufen muss ich jetzt auch nicht. Wir gehen direkt weiter. Vielleicht erreichen wir noch Tylysium, aber lassen nur noch 10 Minuten Aufnahmezeit. Naja.
Okay, hier kommt es nochmals wieder ein bisschen schwieriger. Da einfach mehr Gegner hier spawnen und vor allem Elite-Gegner. Diese Brücke ist mir einfach immer wieder ein bisschen ein Dorn im Auge, weil ja, ich sehe jetzt keinen Platz zum Kämpfen. Muss halt eher AOE-Attacken einsetzen. Ja, ich kann das noch nicht so mit dem Tastatur wechseln von den Fähigkeiten. Also eigentlich muss ich nur die Komma. Nee. Jetzt sind die oben dran, okay. Jetzt weiß ich sie wieder ein bisschen. Ah, die werden direkt eingesetzt, so. Okay. So, einen Turm hier gut platzieren. Ah, hier ist wieder ein Elite-Gegner. Und dann wieder auf die Ö. Ne, auf die L-Taste. Okay. Ist ein bisschen umständlich, also. Ja, ich denke, ich tue alle Tasten mal unter die Ziffern-Tasten, dann geht's wieder besser. Sieht man gar nicht. Was ist mit der Geisterhand los? Ja, man sieht es halt einfach so ein bisschen ganz weit weg. Aber ja, die Geisterhand ist ja eigentlich sonst nicht so weit weg. Dankeschön für die hilfreichen Informationen, lieber Zombie. Lass das mal ein bisschen intelligenter. Ein bisschen mehr lernen, hä? Ja, jetzt müssen wir leider hier oben hin. Das ist in der Lichtkampagne nicht so. Da geht man direkt nach Tylesium. Ja, kurz noch ins Lager. Oder nein, kurz hier hinten hin. Aber dann direkt nach Tylesium runter. Das ist übrigens hier unten. Jo, da kommt noch eine Wildsau, okay. Und wieder ein Level. Wunderbar. Also, machen wir das wieder gleich, bis wir ein bisschen stärker sind. Und dann tun wir die anderen ein bisschen nachholen. Ich denke, Rüstung brauchen wir nicht so viel. Mit diesem Charakter. Mit anderen Charakterklassen brauchen wir natürlich viel mehr Rüstung. Damit wir weniger Schaden kassieren. Aber ja, so Rüstungssachen sind mir halt, ja. Ich möchte natürlich schon nicht irgendwie mega tanky sein. Das ist nicht so der Spielfluss, den mir gefällt, wenn ich zu tanky bin und nicht zu stark. Lieber zu stark und zu wenig tanky. Aber kein Glasscannon, sondern Off-Tank. Also richtige, ja, stärker, aber weniger zäher. Leider, ja, tun die Gegner halt immer einem in eine Richtung locken, wenn man die Gegner natürlich auch töten möchte. Nicht hinterherziehen irgendwie. Gibt es irgendwie ein... Also es ist wahrscheinlich das Element Eis, okay. Seit wann hat Geisterhand Eis noch? Ganz wenig Schaden. Das wurde auch mit diesem Mod wahrscheinlich geändert. Kaltes Händchen wahrscheinlich. Ja, ja. Adams Familie. Ja, irgendwas klappt mit der KI jetzt nicht. Okay, er greift wieder an. Also je nach Position sind die halt echt passiv. Kann schon sein, dass die einfach dann nicht die Gegner sehen, also irgendwie blind sind. Also gerade nicht reagieren. Dass sie einfach nicht verstehen, dass da Gegner sind. Das hat alles mit Scripts zu tun, mit KI-Scripts und wenn da irgendwas falsch ist, irgendwie verändert wurde und dann einfach falsch ist und nicht geändert wurde, dann ist natürlich der Salat da und die Begleiter greifen einfach nicht an. Das
Sonst tun wir einfach etwas anderes zocken, eine andere Charakterklasse. Und halt danach wieder durchrushen. Weil eigentlich ist das Spiel halt einfach auf Nioh. Da werdet ihr alles erkunden, da werdet ihr alles töten, immer wieder jeden Boss töten. Aber davor, man levelt einfach zu schnell, es lohnt sich einfach nicht, immer mega dran zu bleiben. Ja, treffen kann ich auch nicht so gut. Nicht genug Angriff. Oh, das erste Set halt, oder? Ja, die Skelette sind halt sehr. Also lieber nochmals. Ich muss da irgendwie runterkommen. Da durch den Wald. Okay, noch kein Level. Lucretis Sterne. Das ist etwas für ja, unsere Ausrichtung. Gegenstand sein. Das ist sehr gut. Sollen wir eigentlich manchmal buffen? So Kampfbefehl buffen. Kampfrausch. Kampfruf. Ah, okay, das ist noch zu uns in unserem Baum. Okay. So Willenstärke. Ja, also Willenstärke austauschen mit dem Minotaur. Und der ist einfach nicht genug effizient. Er ist zu schwach und zu passiv. Na gut. Auch wieder etwas gelernt. Den machen wir einfach, wenn wir Konzentration auf Level 75 haben, dann haben wir den dritten Buff freigespielt. Aber eventuell machen wir das gar nicht. Also ja, Sammeln ist ja schon cool, aber in diesem Spiel ist es jetzt nicht so effizient. Es ist ein bisschen schade, ich würde mir am meisten Summons bevorzugen, aber ja, in so einem taktischen Spiel und dann geht es halt einfach nicht. Da muss man einfach eine gute Taktik haben und wenn alles so passiv ist, geht es nicht. Die kommen alle hier runter, weil ich hier bin. Die Gegner und die Verbündeten. Das ist unsere Drehtaktik, dass wir nicht angegriffen werden. Also können auch ein bisschen bleiben und so schwingen. Vielleicht besser für die Kamera, aber sie ist halt automatisch. Hm. Wer greift mich denn an? Das ist eine Reichweite. Hm. Da ist die Reliquie. So. Soldat besiegt. Wir müssen noch einen besiegen. Da oben ist er. Ja, du. Geh mal weg. Ich will nicht Schaden bekommen. Das ist für meine Summons. Aber es ist auch gut, dass sie uns angreifen. Das macht alles ein bisschen taktisch. Gut, dann haben wir noch 2 Minuten. Und kurz das, ja, mal vorlesen lassen, bis es nicht mehr vorliest. Gut gekämpft. An deiner Tapferkeit können wir alle uns ein Beispiel nehmen. Allerdings haben wir eine Menge Leute verloren. Und ich bin sicher, dass dies nicht der letzte Angriff auf uns war. Begib dich zur Villa des Großinquisitors Nimonuil in der Hauptstadt und überbringe ihm diese Nachricht. Wohlgemerkt, nur ihm und niemand anderem. Viel Glück. Okay, machen wir. Verstanden. Ja. Die ist noch recht nett für die Bösen. Einfach eine Befehlshaberin, also ja, tut nicht so nett, aber entspannt, also nicht gerade so drillisch. Hm. Ja, das ist nichts für uns. Ja, ich muss mir auch überlegen, also wenn jetzt da das Spiel zu schwierig wird, weil einfach die Skelette zu passiv sind, dann müssen wir halt irgendwas anderes, eine andere Krackelklasse zocken. Ja, seid am besten mal im Livestream dabei und sagt mir das einfach dann schnell. Also direkt oder schreibt es in die Kommentare. Ich lese natürlich alle Kommentare. Einfach am Abend habe ich dann keine Zeit zum Kommentar vorlesen, also beantworten. Mache ich immer dann am Morgen oder am Nachmittag. Und ja,
ist natürlich, ja, jetzt nicht so optimal, wie das Spiel halt jetzt gerade ist. Ja. Leckt halt auch ein bisschen manchmal. Kurze Mikro-Ruckler. Ich könnte auch Path of Exile jetzt let's playen. Ne, ich werde das auch weiter let's playen, das ist klar. Muss einfach die Zeit finden, also es kommt wahrscheinlich jeden Tag ein paar, das ist sonst unmöglich. Und ja, es kommt vielleicht schon jeden Tag ein Part. Ja. Und vor allem geht es halt dann auch im Livestream mal weiter, wenn ich mal Bock habe. Oder die Leute einfach Bock haben zuzuschauen. Aber ich denke, ich werde einfach mal ein bisschen warten, bis ich mehr Zuschauer habe. Weil eigentlich habe ich jetzt in Roblox einfach viele Zuschauer, also so 6 bis 10. Ja, bei gutem. Also eigentlich mehrheitlich. Und bei Sacred hätte ich wahrscheinlich nur so 2 bis 4. Oder ja, nur einen. Ja, ich mache natürlich gerne das einfach für die Zuschauer, für die Mehrheit und so weiter. Und später dann, wenn ich genügend Leute habe, mache ich das auch wirklich für die, die aktiv sagen, was sie denn wollen und so weiter. Also wirklich extrem interaktiv. Aber bei wenig Zuschauer, ja, ich möchte natürlich nicht nur bei einem Zuschauer oder bei null Zuschauer etwas livestreamen, das ist nichts. Gut, dann Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part, der kommt morgen. So gegen, weiß nicht, 12, 1 Uhr. Und, ja, Livestream jeden Tag um 16 Uhr bei twitch.tv/dragobasler. Tschüss!